Spiele auf höchster Ebene. Trainer, du erzählst immer vom Unterschied der tierischen, menschlichen und göttlichen Ebene und dass wir zwischen diesen Bewusstseinsebenen den ganzen Tag hin und her springen würden. Das ist auch so. Verinnerliche es durch das folgende Beispiel. Wirfst du deine Schokoladenverpackung auf die Straße, müssen andere diese wieder aufheben und entsorgen. Hier handelst du auf der tierischen Ebene. Du wirfst deine Verpackung weg, hebst sie aber wieder auf, weil du deinen Fehler bemerkt hast. Hier handelst du auf der menschlichen Ebene. Du hebst Papier von anderen auf, ohne dafür bezahlt oder entschädigt zu werden. Hier handelst du auf der intelligenten oder göttlichen Ebene. Aha, ich verstehe. Hast du noch ein Beispiel für Fußball? Na klar, die tierische Ebene zeigt sich, wenn du brutalen Fußball spielst und versuchst, andere zu verletzen. Du verletzt jemanden aus Versehen, hilfst ihm aber gleich und entschuldigst dich. Hier zeigt sich die menschliche Ebene. Wenn du aber Fußball spielst oder eine andere Tätigkeit zur Freude anderer, zum Beispiel Gott, Mama, Papa, Opa oder Oma ausübst, ja, dann bist du auf der göttlichen Ebene. Aufgabe: Verhalte dich wie ein Weltklasse-Spieler auf allerhöchster Ebene. Merke dir, setze die intelligente oder göttliche Ebene so oft als möglich um. Du hast die Fähigkeiten dazu in dir. Suchwörter sind tierische Ebene, menschlich, göttlich, Weltklasse.